Wir machen so keinen Fortschritt. Und wir kommen zurück. Aufgabe. Wir sind hier bei diesem furchtbar lauten Quatsch den Zauberern. Wir werden das verdammte Ding schon und finden. Scheinbar wurde dieser Überläufer von Sordid zuletzt ja in dieser Gegend Stab. Gesehen. Ich, hast du den Stab bekommen? Ja. Yo, Mann. Yo, Bro. Ich hab den Stab bekommen. Hast du? Genau hier in meinem Hut. Ich kann das nicht glauben. Der Junge lügt. Nein, ich habe ihn wirklich. Zeig ihn uns. Ich habe zwei Shows, zwei Pumps und einen Kong. Tropfe ein wenig von dem Sulfat da. Nun, mir scheint, wir haben den Jungen unterschätzt. Und jetzt macht ihr mich zum Zauberer, richtig? Es sind erst noch einige Formalitäten zu klären. Könntest du bitte diese Fragen beantworten? Name? Gandalf. Also Uri Geller, nicht so mein Ding. Gandalf ist geil, Merlin ist auch geil, aber wir sind leider Simon. Simon! Danke. Jetzt musst du nur noch die Abonnementprämie leisten und dann bist du ein Zauberer. Was? Abonnementprämie? Ja, nur 30 Goldstücke für Junior-Mitglieder. Ich habe gar kein Geld. Ich habe aber gar kein Geld. Schade, aber dann kannst du kein Zauberer werden. Ja, ihr seid doch solche... Wartet hier, ich finde euer Geld. Ihr seid solche... Ich frage mich, wo Kalypso sein könnte. Wir sollen ja noch Geld von uns haben. Ich gehe mich jetzt besaufen. Hier, Barkeeper, gib mir irgendwas. Ich bin's wieder. Oh ja? Ich hätte gern einen Wet Wizard. Einen Moment bitte. Was suchst du unten? Hast du doch Bierfässer? Hey, die habe ich doch gar nicht gesehen. Ich will gleich mal einen ganzen Eimer davon haben. Das geht doch so nicht. Wo denn nur? Tut mir leid, Sir. Ich kann im Moment keinen Spatzensaft finden. Ist schon okay. Ich bin sowieso noch minderjährig. Darf es sonst noch etwas sein, der Herr? Ich hätte gern einen Warlock Surprise. Einen Moment bitte. Was könnte mit dem Bierfässer benutzen? Das Hausophon ist Blödsinn, die Kanne. Jeder Stein, Magnet. Den Keil. Ein dreieckiges Stück Holz. Oh, Hölle und. Das geht doch so nicht. Keine Ahnung. Tut mir leid, Sir. Ich kann im Moment kein Fledermauskonzentrat finden. Ist schon okay. Ich bin sowieso noch minderjährig. Darf es sonst noch etwas sein, der Herr? Hier, Cool Red Witch. Ich hätte gern eine Cool Red Witch. Einen Moment bitte. Red Witch? Ist das so ein Ding wie ein Sandwich? Benutze. Ich bin sicher, ich Wachs hier unten keine noch Ahnung. Oder. Wo will er hin? Da geht das mal hinter die Theke. Das ist ja so. Ich habe den Zapfen am Fass mit dem Wachs blockiert. Das ist ja so ein. Tut mir leid, Sir. Ich kann im Moment keinen panierten Wellensittich finden. Ist schon okay. Ich bin sowieso noch minderjährig. Was will er jetzt mit dem? Warte hier, ich habe etwas für dich. Hey, cool. Hey, Kleiner, bring deinem Vater eines dieser Prospekte mit heim. Was? Party Time im betrunkenen Druiden. Bier für ein Goldstück pro Krug. Außerdem klebt ein Freibiergutschein dran. Hey, cool. Biergutschein. Ich würde sagen, wir gehen mal zu den Zwergen. Diese Zusammenhänge immer. Wir müssen eine Schweineprinzessin aus einem Turm retten, damit wir durch eine Tür kommen, hinter der ein Imkerpfeife steht. Und diese Imkerpfeife können wir einen Bienenstock betütteln. Und mit diesem betüttelten Bienenstock können wir dann Wachs rausholen. Und mit diesem Wachs können wir das Fass in der Kneipe zustopfen, damit er das vor die Tür stellt und uns einen Biergutschein gibt, damit wir zu den Zwergen reinkommen. Klopf, klopf, klopf.
Oh mein Gott. Wer hat sich das ausgedacht? So ein Blödsinn. Und wer soll darauf überhaupt kommen? Bierfass? Sieht aus wie genug Bier für einen zauberhaften Abend mit den Jungs. Ja, und dann nimmst du mal mit. Ein Glück, dass ich einen so großen Hut habe. Echt? Was er schon für Geraffel in den Hut hat, das ist unglaublich. Ich will auch so einen Hut haben. So, wir haben Bier und Biergutscheine und allmöglichen Quatsch und gehen zum Zentrum des Waldes. Das geht ja richtig vorwärts hier. Es knackt ja so richtig. Es knackt so richtig. So, warte mal, aber erstmal nicht vergessen, trage Bart. Wow, sehr hilfreich. Kratzt nur ein wenig. Die kann ich eigentlich dran lassen. Wir sehen sowieso aus wie ein Zauberer. Und da gehört der Bart einfach mal dazu. Würde ich Hallo, sagen. Mein Freund. Hallo. Wie lautet das Passwort? In die Schnauze. Ist Bier. Es Bier? Du kannst rein. Na endlich. So. Jetzt haben wir Bier. Und bestechen mal den lieben Herrn dort. Gib den Biergutschein oder das Bier? Das Bier. Oder Biergutschein? Nee. Das ist einfach nur dumm. Ja. Biergutschein nehmen wir mal. Wow, Freibier. Schade, dass ich hier Wache schieben muss. Ach so. Er kann also nicht weg, um den Gutschein einzulösen, also geben wir ihm das Bier halt. Hast du Lust auf ein Bier? Ich bin im Dienst. Na komm, ein Schlückchen in Ehren. Los, gib mir. Bringst du es herunter? Okidoki. Hier lang. Der freut sich übel, der Kerl. Und der andere hier macht nichts. Bring es hierher. Der säuft doch schon irgendwas. Nun, wie wäre es mit einem kleinen Gelage? Das ist mir egal. Auf jeden Fall ist ein Eingang frei. Noch einer ein Bier? Der Eingang ist frei und wir können hier durch. Tralala. Wir haben den Zwerg voll verarscht. Können wir Lanze mitnehmen? Nee, ne? Was steht hier? Flasche. Eine leere Bierflasche. Können wir die mitnehmen? Das gehört mir nicht. Wache! Wache! Zeit für einen scharfen Abgang. Wo ist dieser faule Kerl? Er macht wohl gerade wieder Pinkelpause. Tja. Hi ho, hi ho. Wir sind verliebt und drauf. La 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 la. Hi ho, hi ho, hi ho. Und hat übel den Bohrer da hinten. Überall Bierflaschen und Fackeln und Haken. Das ist die Tür. Sei still! Ich würde sagen, da uns. Ich würde sie anschauen. Er benutzt einen Gesteinsbohrer. Was macht der hier? Er scheint beschäftigt. Mit was überhaupt? Er schaufelt lose Gesteinsbrocken beiseite. Ach, der bewirft ihn dann auch mit irgendwie. Hi ho, hi ho, wir sind ein Haken. Das ist ein Haken, der an einem Seil befestigt ist. Hey, noch mehr Seile, nehmen wir gleich mit. Geht das? Yep. Und wir gehen mal hier raus. Na, öffne die Tür. Es ist ab. Sei still! Was ist das? Es ist abgeschlossen. Das ist jetzt doof. Sei still! Hi ho, hi ho, wir sind verliebt und können wir mit dem überhaupt reden? Hi ho, hi ho, hi ho, hi ho. Entschuldigung? Ja? Wohin führt diese Tür? Das wollen wir nochmal wissen. Wohin führt diese Tür? Zur Schatzkammer! Alle unsere Schätze sind da drinnen. Okay, Weißt du, wo ich den Schlüssel finden kann? Nun,
Die heutige Schlüsselwache ist Eisenfaust Knochenbrecher. Der liegt bestimmt betrunken im Bierkeller. Der hat's gut. Ja, danke. Du weißt, wie das ist. Danke, danke. Wer wollte schon immer mal die Schatzkammer der Zwergen plündern? Hi ho, hi ho. Der liegt betrunken im Bierkeller. Na wunderbar. Ich würde sagen, er hat gleich mal keinen Schlüssel mehr. Hey! Schau an, Zwerg. Er schläft seinen Rausch aus. Nimm irgendwas vom Zwerg. Eigentlich bevorzuge ich Blondinen. Liegt irgendwo der Schlüssel rum zufällig? Zwerg, noch einer Zwerg. Ein Bier? Bewege den Zwerg. Diese fette Masse kann ich nicht bewegen. Hier irgendwo rum. Keine Ahnung, rede mit denen, geht das? Er sieht betrunken aus. Der ist wirklich stockbesoffen. Rede mit dem Zwerg nochmal. Er sieht betrunken aus. Der ist wirklich stockbesoffen. Zwerg, 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 Fässer, 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 Zwerg, 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 Zwerg. Ja, aber einen Schlüssel finde ich hier auch nicht. Hey! Naja, Schlüssel, Schlüssel, keiner da. Na gut, falls wir mal ein bisschen Gold brauchen, können wir dann hier wieder zurückkehren, würde ich sagen. Oder falls wir irgendeinen Schlüssel haben wollen oder sowas. Ich gehe erstmal hier raus, hier ist mir zu laut. Wohin gehen wir denn mal? Wir haben ein Seil mit Haken. Oder wir haben einen Haken, der ist auch egal. In der Brunnen. Ach, nicht an der Brunnen der Hexe, sondern an der Hexe ihrem Brunnen haben wir auch schon einiges gemacht. Bei dem Riesen sind wir auch schon vorbei. Die Eule ist doof. Im Dorf haben wir soweit auch alles abgeklappert. Hexe, bla bla, zum Drachen. Vielleicht können wir uns ja mit dem Haken an das Dachfenster hängen oder so. Würde mich zwar ein bisschen wundern, aber... Ich meine, der Magnet und das Seil ist bestimmt dazu gedacht, um an die Goldstücke ranzukommen. Das kennt man ja, wenn man irgendwelchen, sag ich mal, älteren Festungsgemäuern unterwegs ist, wo halt noch Brunnen sind. Da werfen die Touris immer ganz gerne Geld rein. Und da kann man sich dann Magnet an einen Haken basteln. Ein Magnet an ein Seil basteln. Ich bin schon ganz verwirrt. Und dann dort lustig auf Münzenfang gehen. Benutze Haken mit Dachfenster. Das geht doch so nicht. Na, im Goldstück kannst du auch nicht holen. Dieses Dachfenster macht einen fertig. Dieser Drache auch hier auf die Goldstücke ran. Das Hausophon können wir auch nicht einsetzen. Den Feuerlöscher haben wir immer noch. Benutze Seil und Magneten mit Goldstücken. Du kannst doch einfach das vorbeischmeißen. Das geht doch so nicht. Warum geht das denn nicht? Nimm die Magneten in deine Hand und schmeiße ihn darüber und halte den Rest des Seils in der anderen Hand fest. Schon kannst du da in die Goldstücke den Magneten reinfallen lassen und die wieder ranziehen. Du kannst auch einfach an den Drachen vorbeigehen. Nimm Goldstücke. Ich gehe nicht an ihm vorbei. Wenn er aufwacht, bin ich wieder Toast. Er schläft wunderbar, er schläft wie ein kleines Baby. Bis auf das ein Baby nicht so rot, groß und weniger ansehnlich ist und auch keine Flügel hat und Hörner. Und so lange Schlappohren und solche Nüstern und so ein Kiefer und so viel Gold unter sich und so weiter und so fort. Aber der Schlaf ist ungefähr damit vergleichbar. Tja, so wie das aussieht, muss ich mir mal irgendwas überlegen, wie man denn hier weiterkommen kann. Ja, ich denke, das sehen wir dann in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, planlos, ne, bei Simon. Bis dahin, tschüss.